Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 1954 Alcatraz. Ja, wir sind immer noch am Ausbrechen hier und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wir haben einige Sachen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie ich an dieses Buch kommen soll. Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Christine würde wissen, wo man das findet. Birdman wird sich sicher freuen, sein Buch gedruckt zu sehen. Gut, aber ist jetzt die Frage... Ja, wir gehen da mal raus. Ich glaube, da drinnen kann ich jetzt nichts mehr machen, oder? Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Ja. Das Bett anstarren nützt auch nichts. Ich muss in Bewegung bleiben. Haben wir da irgendwas, was wir ins Bett reintun können, was wie hier vielleicht das blutige Hemd? Könnte als Dummy haben. Ja. Aber so richtig überzeugend ist er noch nicht. Ja, da müssen wir dann... Das passt. Nö. Das Nö. Das kriege ich nicht. Ich probiere einfach mal durch. Okay, da muss ich wohl noch was finden. Gut, dann raus in den Klinikflur. Eine Gruppe Matrosen. Ah, da ist ja jeder Müll, genau. Auf der Suche nach Sobald ich meinen Dummy baue, könnten die echt nützlich werden. Ja, nimm mit. Sobald ich mein... Okay. Sobald ich meinen Dummy baue, könnten die echt nützlich werden. Sobald ich... Ja, dann bauen wir den doch mal. Oder geht das jetzt schon? Ich fange an, mich zu wiederholen. Ach, tust du das? Ach, wir haben hier... Ah, okay, Vorschriften, die sollten wir vielleicht auch mal lesen. Die Stationsregeln. Visite ist nach dem Mittagessen. Die meisten werden sofort zurück in ihre Zellen geschickt. Leere Flaschen werden umgehend entsorgt. Brauche ich nicht. Ich habe mir alles gemerkt. Okay. Joes Krankenzelle, Behandlungsraum, Birdmans Krankenzelle. Wenn ich da rausgehe? Wenn ich die Krankenstation verlassen will, sollte ich lieber die Klingel in meiner Zelle läuten. Sonst merken sie noch, dass ich frei rumlaufe. Oder ich nehme Rauch. Nein, das brauche ich noch. Ach so. Wenn ich die Krankenstation verlassen will, sollte ich... Ja, alles gut. Okay, haben wir da sonst irgendwas vergessen? Nee. Gehen wir nochmal in den Lagerraum rein. Habe ich da irgendwas jetzt zu machen? Ein alter Lichtschalter. Das Ding ist nicht mehr am Netz. Hatte schon vor Ewigkeiten Kurzschluss. Ich sollte sie hier lassen. Ich weiß ja jetzt, wo ich sie finden kann. Nichts, was ich brauchen könnte. Sicherungen. Stromkasten ist zugeschweißt, ja. Es ist zugeschweißt. Ich werde es nie aufbekommen. Aber vielleicht kann ich da mit dem Wagenheber was machen. Moment. Kann ich hier vielleicht mit dem Klingengriff... Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Ich fange an, mich Nein. zu wiederholen. Ja, ich fange auch mal an, das mich zu wiederholen. So verz... Das wird... Okay. Muss nicht. Nehmen wir den Pin-Up-Kalender vielleicht jetzt mit? Vielleicht später. Okay. Solche Kurven sind hier bares Geld. Wahrscheinlich ist es wieder irgendwas Offensichtliches, was ich einfach nicht schnalle. Nein. Nein, der Nagel bringt mich... Nein. Nein. Das wird... Nein. Nein. Das wird nicht. Nein. Es kann nur an einer Telefonleitung angebracht werden. Das Störgeräusch verursacht höllische Kopfschmerzen. Das war unser Standardtrick, wenn wir auf feindliche Telefonleitungen gestoßen sind. Okay. Feindliche Telefonleitungen. Wenn ich den Strom abstelle, errege ich nur unnötig Aufmerksamkeit. Unter anderen Umständen wäre das vielleicht ein schlauer Schachzug gewesen. Ja, es ist Aber schon den Plan ändern ist jetzt nicht mehr. Gut, keine Ahnung. Sind wir mal wieder in der Ich bin für ein paar Nächte in Point der and Click Ecke Dingens Ecke gelandet, ne? Aber es gibt hier nur ein Telefon, das ist nämlich genau das da. Lasst uns schlafen. Ja, ist okay, ich mache eh nichts mit dir. Telefon? Patientenakten, kann ich die mitnehmen? Ich brauche keinen Papierkram. Nee. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Aber ich könnte da einen Störsender dran her, das haben wir doch schon probiert, oder? Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Ja, die seht drüber. Keine Ahnung. Das wird nichts. Das wird nichts, okay. Vielleicht hier einen Dime reinwerfen.
Die Münze behalte ich. Okay. Ich soll ihn wecken? Nö, nö. Nein. Aber ich könnte hier Behälter mit Anästhet-Dingens da aufschrauben, oder? Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Ach komm, natürlich würde dich das weiterbringen. Das hilft mir nicht. Hilft dir wieder nicht das beim hilft Ausbruch? Mir nicht. Ja, ist eh klar. Waschbecken kann ich hier... Ach, ich kann vielleicht das blutige Hemd waschen. Hm? So verzweifelt bin... Warum willst du das nicht waschen? Nichts, was ich brauchen könnte. Ein blutiger... Ja. Den geht... Ja, 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 alles gut. Was könnte ich wie jetzt machen? Der verbogene Nagel. Können wir ihn töten? Ich fange... Nein. 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 Das führt zu... Nein. Nein, der Nagel... Das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Warum hast du dich dann einen Schritt bewegt? Beeindruckende Lampe. Aber Ärger ist mein zweiter Vorname. Schlüssel bringen. Das wird nichts. Ach komm. Das funktioniert. Da hilft kein... Warum hilft da kein Seil? Da... Oh, ich liebe diese Spiele. Laut Hank gibt es im Krankenhaus ein loses Fenster. Zimmer 3 der Krankenstation. Ja. Wenn ich mich nochmal mit Gaspipe anlege, bringen die mich bestimmt dahin. Ja, soweit sie Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, ja, um die Häftlingszählung zu überlisten. Bumpy hat mir von den spanischen Katakomben unter Alcatraz erzählt. Die sollen direkt unterm Zellentrakt liegen. So komme ich auch nicht an Birdmans Buch ran. So ver... Vielleicht mit dem Telefon? Zeitverschwendung. Schade, ich dachte, das würde gehen. So ver... Ich muss sagen, ich habe wieder mal keine Ahnung, ne? Sind wir wieder so weit. Eine Gruppe Matrosen. Jeder Einzelne auf der Suche Wenn nach... Wenn ich im Lagerraum... Ich wollte eigentlich... Oh. Können wir hier die Rauchbombe zünden? Muss nicht sein. Nein, das brauche ich noch. Nein, das... Ich bin für ein Sobald paar Sobald ich meinen Dummy... Stadt, immer der gleiche Käse. Abgeschlossen. Nein, der... Ich probiere mal durch, ne? Nein, der... Das wird nicht... Die Münze behalte ich. Ja, du musst sie ja nicht kaputt machen, ne? Schraubenschlüssel bringen... Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter, okay. Störgerät, hier vielleicht. Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Okay. Können wir jetzt mit dem... Mit dem Ring vielleicht was machen, hm? Sofort. Nicht, okay. Gehen wir mal zu Birdman wieder. Ja, Birdman hatte extrem viel der Sachen. Der Notruf. Angeblich musste der Doc ihn benutzen, als Birdman versucht hat, ihn umzubringen. Oh. Das bringt nur die Wachen auf den Plan. Sie würden mich schnappen und für immer wegsperren. So. Kann ich jetzt? Komm, ich habe ihm das Ei gegeben. Bevor ich rein kann, muss ich mit Birdman fertig werden. Ja, aber er hat doch jetzt eh das Ei. Er ist völlig durchgedreht. Bevor ich rein... Er ist völlig... Nein. Was Vögel angeht, bin ich ein Genie. Sie haben sie mir alle weggenommen. Mhm. Mein Buch, mhm. Ich selbst habe es... Mhm. Das ist Birdman. Aber... Guck mal, ich habe deine Karte. So komme ich auch nicht an Birdmans Buch ran. Ach Mensch, immer dieses... Ja, kommt blutiges Hemd vielleicht? Ich fange an... Er fängt an, sich zu wiederholen. Bevor ich... Ja, Schloss, Bett. Dafür müsste ich erst in die Zelle. Nee, musst du nicht. Was mir hoffentlich bald gelingt. Nö, musst du nicht. Dafür müsste ich... Nö, musst du nicht. Was mir...
Ich brauche zurzeit keinen Spiegel. Brauchst du keinen Spiegel? Warum denn nicht? Ich soll mich für einen kleinen Plausch setzen. Lieber schicke ich meine Postkarte von Hawaii. Das funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt eine machen Gruppe soll. Matrosen. Jeder Einzelne auf der Suche nach Ärger. Das wird nichts. Sofort. Gehen wir nochmal zum Priester runter. Vielleicht bringt's doch was. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Mir geht's nicht gut. Ich will den Pfarrer sehen. Jo. Stirb mir bloß nicht weg, 1229. Oder muss ich, dass ich hier, als der Pfarrer mir einen Gefallen tut, muss ich den vorher dann irgendwie überreden? Vater. Ja? Woran arbeiten Sie gerade? Ein Programm? Sie vermitteln. Das ist alles, was. Vater. Joe. Priester soll. Wir haben in. Was ist. Was? Irgend. Zehn. Wird mich. Ja? Ich muss weiter ab. Prediger, das Nest? Kann man da vielleicht noch irgendwas machen dann? Sieht gemütlich aus. Aber ist nichts für einen großen Kerl wie mich. Eine Möwe hat ihr Nest aufgegeben. Ja, das wissen wir. Das wird nicht klappen. Hätte er sein können. Nein. 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 Ich probiere jetzt wieder einfach wieder alles mit allen. Nein. Ja. Nein. So, sonst haben wir nichts hier unter dem Tisch. Das führt zu. Nein. Okay. Den Wagenheber. Mit Griff nämlich. Ganz wichtig. Hallo, weg damit. Mit Griff. Der alte Herr Wagenheber würde sich im. Ja, ist okay. Der alte. Ja, ist okay. Das wird. Der alte. Das für. Der alte. Ich. Der alte Herr. Okay, Wagenheber ist auch nix. So, dann das blutige Hemd. Sofa. Das. Das wäre. Das für. Ich. Ja. Sofa. Das. Das wäre eine. Das wäre. Okay, eine schreckliche Vergeudung. Das Seil. Vielleicht kann ich die einfach alle fesseln. Da hilft. Das wird. Da. Ich. Da. Das wird. Da. Da. Okay. Störgerät. Das funkt. Das. Das funkt. Funktioniert nur an Telefonleitungen, das, ja, obwohl ich blöderweise das, keine Telefonleitungen mehr habe. Das, sofort. Ein verbogener Nagel. Das wird. Nein. 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 Nein, der Nagel. Nein, der Nagel. Nein, der. Okay. So. Klingengriff, komm. Nein. Zeit verschwendet. Das. Das. Nein. Das wird. Das. Das wäre ein. Eine schreckliche Verwendung. Verschwendung wollte ich sagen, nicht Verwendung. So, ein Dime. Die Münze. Die Münze. Nein. Die Münze brauche ich dann das später, glaube ich, für. Die Münze. Dass ich das Fenster aufdrehen kann, oder? Die Münze. Die Münze. So, der Schraubenschlüssel. Schrauben. 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 Warum ich den auch immer noch nein haben darf, das weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich haben sie Schrauben mich nicht. Nichts wirklich ich ganz genug durchsucht, ne? So komme ich auch nicht an Birdmans Buch ran. So komme ich. Das wäre eine schreckliche Gut, ich meine, er spricht das an. Sie haben doch Ahnung von Büchern. Ja, das ja, ja, ja. Sorry. Meine. Schon möglich, aber alles, was ich dir geben. Ich verzeih. So komme ich auch.
Ja, in Wirklichkeit brauchen so wir das Buch irgendwie, aber das Buch bekommen wir halt nur. So. Das. Vielleicht muss ich ihm meinen Ring geben. Den würde ich nur abnehmen, wenn. Ja, wir sind in echten Schwierigkeiten. Zeit. Das wird nicht. So, jetzt haben wir alles mit allem kombiniert hier herin. Jetzt haben wir hier wieder den komischen Fehler, dass der dann das nicht sagt. Du hast noch Zeit. Was wollen dir noch? Junge, ich kann. Du hast eine. Ich bin. Pass auf dich. Den wird. Das wird nicht klappen. Ich kombiniere jetzt einfach mal alles mit allen. Ich versuch's mal. Vielleicht geht irgendwas. Irgendwas Unlogisches. Ja. Den. Das führt zu nichts. So. Ich muss eigentlich immer nur nach unten. Das wird nicht funktionieren. Ja, es tut mir leid, das ist gerade wieder ein bisschen langweilig, aber das ist immer die Schwierigkeit, ich habe sie schon mehrmals erwähnt, bei diesen ganzen Point-and-Click-Spielen, dass man immer mal wieder in so eine Situation kommt, wo man einfach keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Und man muss dann immer alles durchprobieren. Und das kann dann vielleicht beim Zusehen ein bisschen langweilig sein. Ja, so minimal. Schrauben bringen Glück. Ich probiere einfach alles mit allem durch, ne? Zumindest sagt immer das. Das führt zu nichts. Gut, ich habe jetzt alles durchprobiert, also im Endeffekt, ich kann hier nichts irgendwie noch verarbeiten. Nee. Hätte mich auch jetzt gewundert. Gut, ich glaube wirklich, ich muss ehrlich gesagt wieder zu Christine zurückwechseln. Wahrscheinlich müssen wir bei ihr jetzt irgendwas noch machen, aber ich habe keine Ahnung was, weil bei Christine haben wir auch nicht wirklich noch irgendwas offen. Boah, waren wir hier schon lange nicht mehr. Was hat bei ihr für Zeug? Okay, ein paar Schlüsselchen und Sachen. So, gehen wir zur Kirche. Ich möchte mal mit dem Pfarrer reden. Der ist eigentlich der einzige Verbindungsmann. Ich brauche ein paar Infos von Joe. Können Sie ihn was von mir fragen? Leider nicht drin. Da werden Sie wohl bis zu Ihrem Mögen. Er ist halt schon irgendwie so. Komm, ich probiere jetzt Besser mal. Besser nicht. Probiere jetzt mal durch. Vielleicht kann er uns hier irgendwas. Das klappt nicht. Okay, das ist sehr schade. Hast du irgendwas für die Safe-Kombination? Kombiniere. Ja, Kombination. Ja, ist okay. Kombination nutzlos. Das wäre rein. Reinste Chess-Verschwendung finde ich auch immer so lustig. Auf keinen Fall. Okay. Ich muss diese Schlüssel finden. In einem. Gut, ich habe zwei Schlüssel habe ich ja eh. Das klappt nicht. Kein Glück. Das klappt nicht. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich hier noch machen soll. Ich bräuchte das Losungswort. Da müsste ich aber irgendwie schaffen. Dass ich da miteinander quatschen kann. Aber ich rede nochmal mit ihr. Schön, dass du mich besuchst. Was weißt du über diesen Schlüssel? Er könnte etwas in einer meiner Wohnungen versteckt haben. Er war gerade dabei, eines meiner Apartments. Die Cops, ja, wie lautet die? Ja, das wissen wir eh schon. Ach, stimmt. Das ist direkt
Das wissen wir eh schon. So. Schön, dass du mich besuchst. Ich verschwinde mal. Warte mal, ich könnte sie noch mal fragen, was wir als nächstes machen können. Was soll ich als... Eine neue Antwort. Dein Neffe ist ganz schön heiß. Ich wünschte nur, er würde sich nicht so viel mit diesen Beatniks rumtreiben. Alles, was die machen, ist heiße Luft. Er sollte einer Motorradgang beitreten. Okay. Wechseln wir mal lieber das Thema. Kann ich hier jetzt die Schallplatte schicken? Ich verschwinde mal. Nacht, Wiff. Danke. Noch nicht. Noch nicht, okay, gut. Ja, wenn die sagt Vivian noch... Wong, meine coole Vermieterin. Wenn die sagt noch nicht, dann sage ich, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.